Hitze, die macht mir jetzt schon zu schaffen. Das sind 40, 50. Tausende, Tausende heute. Zum Kotzen ist es hier. Scheiße, es hagelt! Ich bin am Polarkreis. Geil! Jetzt 50 Meter, last 50 Meters in Sweden. I reach Finland! Woo! Kilometer Schweden liegen hinter mir. Und jetzt geht es schon durch das nächste skandinavische Land, Finnland. Nicht nur ich wagte mich durch das verstochene und einsame Lappland hoch, sondern auch zwei andere verrückte Radfahrer, wie der Simon hier rechts zu sehen im Foto und Thomas in der Mitte zu sehen aus Kiel. Die beiden trafen sich unterwegs und dachten sich, okay, jetzt fahren wir doch mal gemeinsam hoch ans Nordkap. Wir tauschten uns den Kontakt aus und es war dann immer ganz schön zu sehen, wo sich die beiden befanden nach einer Etappe. Und wir haben uns auch tatsächlich am Nordkap-Tunnel wieder gesehen. Guten Morgen. Ja, ich habe heute hier auf diesem Platz übernachtet, nicht weit von der Stadt Kieti entfernt. Und ja, es war deutlich entspannter heute, mein Zelt abzubauen. Ja, vor allem, weil ich auch mal ein bisschen was jetzt dagegen gemacht habe. Wirklich viel, viel besser so. Und ja, da können die halt nicht durchstechen und das ist halt auch deutlich entspannter. Auch diese Bremsen und so, die klebten auch schon wieder an meiner Hose und alles. Also die können dagegen nichts machen. Die kommen schon gar nicht mehr richtig zu mir angeflogen. Und ja, es ist wie gesagt absolut aggressiv hier. Wenn man da dagegen nichts macht, da bist du halt zerstochen, gefressen, ne? So, aktuell. Es ist nach schwedischer mitteleuropäischer Zeit 6.31 Uhr, nach finnischer Zeit 7.31 Uhr. Die Sonne ist schon wieder ziemlich steil oben. Das hält man halt nicht mehr im Zelt aus. Und genau, aktuell habe ich 2066 Kilometer und jetzt geht es dann halt nochmal weiter. Mal schauen, ne? Vielleicht kriege ich heute die 2200 voll. Und genau, auf alle Fälle. Bis dann. Wahnsinn. Das ist ein richtig fetter Brummer. Liegt da jetzt. Ja. Das ist so einer der größten. Größten. Das ist wie eine Hornisse, ne? Mega groß. Es wird wohl die ganze Zeit bis nach Inari von der Straße her so weitergehen. Ich gehe jetzt schon seit 40 Kilometern so. Ist verrückt. Ich hoffe zumindest mal in diesem Poker ein bisschen hier im Poker Pause machen kann. Das ist ja Wahnsinn mit dem Fliegen. Hier kannst du nicht Pause machen. Die beißen dich, fressen dich, was weiß ich. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Gerade am kältesten Ort Finnlands. Schon echt der Wahnsinn, ja. Und hier ist man völlig vom Schuss. Bis zur nächsten Stadt 90 Kilometer. Das ist so Wahnsinn. Ich habe da gerade jetzt richtig schönes Eis gegessen. Und ja. Das ist ja nicht.
Das ist der Ort. Wahnsinn. Auf nach Karigasniemi, da, ab da geht's nach Norwegen, letzten 100 Kilometer Finnland. Jetzt links abbiegen. Jetzt geht's zum Nordkap. Und Norwegen, yippie! Das ist echt krass schön. Wunderschön. Hier sind es noch 141 Kilometer und ich habe gleich hinter dem Schild geschlafen. Da habe ich eine schöne Bucht, eine schöne Holzfläche gesehen, extra für mich, zeige ich euch mal. Hier. Habe ich mir gleich gedacht, komm, den reserviere ich gleich mal für mich, den belege ich gleich mal für mich, diesen Platz. Und ja, habe da eine wunderschöne Aussicht gehabt. Und in ungefähr einer Stunde geht's weiter zum Nordkap. Yippie! Und die Viecher sind heute auch nicht so viele. Eigentlich fast gar keine. Das ist das Allerwichtigste. Sehr, sehr kalt. Hier Schluss mit der Baumgrenze. Jetzt geht's wirklich auf in die kahle Landschaft zu. Wahnsinn. Die letzten Bäume, Sträucher, sonst was. Jetzt verfolgt mich noch so eine scheiß Gewitterfront hier. Ich flippe aus. 50 Kilometer vor meinem Ziel. Ich hoffe, ich bin ein bisschen schneller. Scheiße. So langsam verfolgt sie mich immer mehr. Ist vielleicht nur noch 10 Kilometer von mir entfernt. Gleich geht es in den Nordkap-Tunnel. 8 Kilometer noch. Oh mein Gott. Da wird es sehr, sehr kalt. Und es geht sehr, sehr schnell runter. Und dann wieder so 9% steil bergauf. Sind über 200 Meter unter dem Meeresspiegel, geht's da runter. Verrückt. Diese Insel
die Nordkapinsel. Freunde, ich hab's geschafft. Es geht in den Nordkap-Tunnel rein. Ist das geil? Mega. Guckt euch das an. Wahnsinn. Damit es auch so spannend ist, noch mal ein bisschen Nebel hier rein. Das sind Abgase. Oh nee, weil es da drin so kalt ist. Ich freue mich jetzt drauf. Da ist richtig kalt. Ist da kalt. Kalt. Ende. Oh mein Gott, das ging jetzt steil hoch. Leck mich fett. Dort oben ist Nordkap. Geil. So, es ist gleich Mitternacht. Und die Sonne ist immer noch sehr hoch. Da vorne ist Nordkap. Endlich erreicht. Gleich, in einem halben Kilometer. Leute, es ist soweit. Ich bin am Nordkap angekommen. 2666,3 Kilometer in 140 Stunden, 38 Minuten. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 19 km/h netto. Eine Maximalgeschwindigkeit von 58 km pro Stunde. Es ist jetzt genau 20 Minuten vor Mitternacht und es ist taghell. Ja gut, das ist die Gesamtkilometerzahl, die ich mit dem Fahrrad bisher überhaupt gefahren bin und die überhaupt gemessene Gesamtzeit diesem Fahrrad auf diese 32.000 Kilometer. Leute, es ist geschafft. Gleich Mitternacht.
Bueno. Belle. Heute ist es kurz nach Mitternacht. Es ist jetzt 2:30. Die Sonne geht schon wieder auf. So, das war's. Die sogenannte Nordkap-Insel werde ich gleich verlassen. Gleich geht's in den Nordkap-Tunnel hinein. Den sehe ich schon, ziemlich nah. Die Insel Mageröa ist gleich geschafft, die sogenannte Nordkap-Insel. Und dann geht's wieder auf dem Festland weiter zu den Lofoten. Und dann einmal komplett durch Norwegen bis zur schwedischen Grenze und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Entweder von Helsingborg nach Dänemark rüber, nach Kopenhagen, oder ich fahre halt bis Trelleborg zurück und dann nehme ich die Fähre nach Polen, nach Świnoujście. So, ich zeige euch jetzt gleich da der Nordkap-Tunnel und ja, da geht's jetzt gleich wieder hinein. Ich freue mich. Stunden hier in dem Scheißzelt gesessen, bis dieser scheiß fette Dauerregen endlich aufgehört hat.